Stromsparen kann nie früh genug begonnen werden. Die besten Nachwuchsexperten des Landes haben sich für das Energiequiz-Landesfinale der Salzburger AG qualifiziert. Und die wissen schon ganz genau, wo der Strom gespart werden kann. Ja, wenn es draußen schön ist und die Sonne erscheint, dann erinnern das Licht ausschalten und die Tür zulassen, dass die Wärme nicht reinkommt. Das Schulprojekt der Salzburger AG, den Energiefressern auf der Spur, ist bei Salzburgs Volksschulen so beliebt, dass es bereits in die fünfte Runde geht. Für das Finale haben sich die Volksschulen Abtenau, Krimmel und Grödi qualifiziert. Im sportlichen Wissenswettkampf aller 1, 2 oder 3 müssen Fragen wie, warum sollte eine Photovoltaikanlage immer nach Süden ausgerichtet sein, gelöst werden. Praktische Beispiele für den Austausch von Energiefressern zeigt Clown Bonifatius. Unsere Reporterin Selina wollte dann mehr von ihm wissen. Bonifatius, was ist auf dein Profi-Energiespartipp? Also ich bin ja der Ansicht, dass man unbedingt auf jeden Fall, und deswegen finde ich das richtig. Mehr Wissen hat da schon die Volksschule Krimmel. Die verzichtete extra auf das Schwimmbad und das hat sich ausgezahlt. Denn am Ende holen die Pinzgauer Energiedetektive den Gesamtsieg. Als Lohn für das umfangreiche Wissen gibt es ein nettes Sümmchen für die Klassenkasse. Ja, unglaublich, toll. Wir werden das Geld gut gebrauchen können, weil die Kinder fahren jetzt dann nach Salzburg in die Stadt und da werden sie es dann mitnehmen. Da Bonifatius eher praktisch veranlagt ist, holt sich Reporterin Selina doch praktische Tipps vom Experten. So, und jetzt suchen wir Hermann Griesen und fragen ihm nach seinen Expertentipps. Was sind denn deine Profi-Energiespartipps? Ja, ein heißer Tipp ist immer, dort zu sparen, wo viel Energie verbraucht wird. Das sagen wir in den Klassen und auch unseren Kunden. Sprich, schaut zuerst einmal bei der Heizung. Und auch beim Gebäude, ja, ist das gut oder muss ich da was verbessern, eine Wärmedämmung, die Heizung erneuern. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man natürlich am Strom schauen. Da fängt es beim Lichtausschalten aus, aber natürlich energieeffiziente Geräte sind schon ein Hit. Hermann, wie geht's weiter mit dem Energiesparquiz? Also mit dem Energiesparquiz und auch mit dem ganzen Schulprogramm werden wir nächstes Jahr wieder losstarten. Sprich, wir bieten mit allen Volksschulen an, dass sie sich beteiligen, dass sie mitmachen bei den Energiefressern und wir hoffen, dass wir wieder so tolle Finalisten kriegen, wie wir es heuer gehabt haben. Somit jagen auch im nächsten Jahr wieder die Energiedetektive die Stromfresser. Das war jetzt das Landesfinale der Energiefresser und ist daheim nicht vergessen, weiter Energie sparen.